Ja. Man ist in Minecraft ja in der Regel auch viel unterwegs, viel in Bewegung. Ey, stell dir mal vor, du bist in Minecraft auch so ein kleiner Fetti, ey. Es gibt ja manche Spiele, die das sogar berücksichtigen. Also habe ich irgendwo mal gesehen, je nachdem dein Lebenswandel, dann wird der Charakter, den du spielst, auch immer billiger. Ist ja nicht verkehrt. Jetzt gucken wir mal. Wo ist denn hier jetzt der Eingang zu den Katakomben? Ich habe schon zugenommen, ich komme nicht mehr die Leiter runter. Ist schon passiert. Ja, doch. Ja, beweg dich mal ein bisschen mehr. Kommst du auch wieder runter? Das ist Nee, jetzt unten bin der ich. Samenkeller. Falsch. Ah, da ist er. Guten Abend. Na, wenn, kommst du aber mit, junger Mann. Guten Schatzi, du kannst ja Abend. auch was zu essen Ich holen. hab Was? noch. Ich hab noch. Danke. Komm rein. So, bitte Ah, das folgen. Baden kann ich auch mal machen. So, hier haben wir unseren Traumkraftraum, falls du den noch nicht kennen solltest. Ach ja. Dick. Aber ein schönes Bücherregal hier. Kann man alles bauen, Ah, das sind ja? die Glowstone-Lampen. Ja, die sehen da wirklich schick aus. Haben wir es, ne? Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir nach unten. Hier ist unsere Aluminiumbärenzucht, die kennst du, glaube ich, schon, ne? Jawohl, ja. Fliegen immer so. Überall auch hier schöne Lampen hier eingebaut, wie du siehst. Das muss ich auch mal wieder in Nether gehen, wieder Glowstone wiederholen. Vor allem, wenn du ihn in die Decke einbaust, leuchten die nach oben und nach unten. Hier ist unser Nether-Portal. Da kommen wir auch bei dir raus, in deinem. Ach so, okay. Ja, schade, dass das so. So. Leider sehen Das müssen. hat sich mal vor längerer Zeit hier schon mal umgebaut. Mit fließendem Wasser. Ja. Wir müssen aber tiefer runter, komm her. Hinten steht doch irgendjemand. Oh ja, der Werwolf vor der Oh, ein Verwunderung, Verzauberung. Wurstbrot mache Ach, ich mir da ist auch. er. Okay, gut. Da ist er also. Habe ich von gehört. Gut. Wir gehen weiter runter, komm her. Mach mir auch noch Wurstbrot. Jetzt sehe ich nicht mehr den Werwolf. So, dann bist du jetzt hier unten. In der Okay. großen Eingangshalle. Ist noch nicht ganz fertig. Okay. Aber es wird, ne? Ja, das ist doch ja, also egal was man anpackt, es hat eh immer irgendwie einen gewissen Level an Arbeitsstunden, sag ich mal. Ja. Genau. Hinten habe ich meine. Aber hier war das meine Lavaquelle für die. Genau, da hinten leuchtet meine Lavaquelle für meine Mine, wenn ich wieder was füllen muss, ne? Ist ja praktisch. Ja. Ja, direkt vor der Haustür, ne? Dafür ist Lava mal gut. Genau. Etliche Gänge schon hier reingetrieben. Hier ist eine kleine Werkzeugstation, wenn man schnell was bauen muss, ein Kleinmaterial Das ist praktisch, ja. zum Bauen. Ja. Und hier ist unser Lager. Truhe, die geht nach oben hoch. Es kommt oben unserem Lagersystem dann an. Okay. Ich habe über 128 Hobbardachs verbaut. Ach du, oh Gott. Quer durch den Fels. Ja, Das sieht. so gehört sich das. So Genau. geht's quer durch. Hier ist der magische Kranz, hier drunter durch. Hier drunter laufen die Hopperdachs lang. Okay. Ja, das sind doch Stollen im Rohbau hier. Hat sich ja vieles hier schon gewandelt halt, ne? Menge Arbeit hast du da. Genau, und hier bin ich gerade dabei. Ich finde, das hier sieht echt cool aus. Immer so eine Treppe über Eck. So, das sieht immer, Hm. das hat was so. Finde ich schick. Hier muss ich die Decke noch machen und hier ist es schon Ach, soweit fertig. deswegen brauchst du so viel Schalenstein. Genau. Und hier geht es dann Ach. zur Ladestation von der Lore dann.
Doch schön. Und den Gang muss ich auch noch breiter machen. Hier geht es dann später runter in die Mine. Da muss auch noch viel, viel breiter werden. Hier geht es runter in die eigentliche Mine. Siehst du, haben wir schon ganz viele Querstollen geschlagen. Oh ja, es sieht. Oh krass, ich gucke das gerade auf der Minikarte an. Ja, ist ja schon ziemlich. Wir haben geringfügig gebuddelt, nicht viel. Ah ja. Immer noch auf Versuche nach Gold. Bei Eisen hat man mehr als genug. Gold findet man nicht so. Ja, schon Eisen und Kohle ist wirklich häufig hier. Gold weniger. Gänge reingetrieben hier. Und hier stehen wir vor einer riesigen Kieswand. Das rutscht immer nach, ne? Genau. Wenn du auf der Minikarte guckst, jetzt weiter geradeaus und dann kommt von rechts auch so ein langer Stollen. Das ist von der Nachbarmine. Und das soll mal durchverbunden werden. Okay. Ich hoffe, die Höhe passt auch. Ja, bestimmt. Also Menge noch zu buddeln hier. Ja, auf Ebene 8 sind wir. Da, wo man am meisten Sachen bekommt. Ich denke, auf Ebene 12 kriegt man mehr am meisten Ja, Sachen. kriegt man auch. Wenn du wieder hier hochbaust, klappt das ganz gut. Irgendwo blubbert es auch hinter den Wänden. Was ist das für ein, wo geht der denn hin? Ach, da komme ich hier ins nächste Höhlensystem rein. Ja, muss noch vieles ausgebaut werden, wie du siehst. Da oben ist eine Mine. Ach ja, vom Vorgänger noch, der Vormieter. Ja, der Vormieter, den habe ich rausgeworfen. Ja, brauchst du mit. Eigenbedarf, raus hier. Ja, man hört ihn noch gerade grunzen irgendwo. Bäh. Sonst ist. Also aufgeräumt ist ja auch noch nicht geputzt. Spinnenweben hängen hier noch so ein bisschen, aber das kriegen wir alles noch weg. Ja, so schaut es bei uns Allerdings. unterm Haus aus. Siehst du. So, bevor ich wirklich nicht mehr weiß, von wo sind wir gekommen? Von hier. Das muss alles noch ganz viel ausgebaut werden. Wie habe ich das Tor hier als Erkennungswert schon mal gesetzt? Man weiß, wo man wieder durch muss hier. Auf jeden Fall, das ist schon mal viel wert, wenn man da immer den Weg weiß. Hier war gerade was Grünes. Kuckuck. Kuckuck. Zu spät. Doch richtig geguckt. Ja. Was sagt der Zwergenbauer? Aber du hast noch eine Menge Arbeit. Ist hübsch und du hast eine Menge Arbeit, wirklich. Nee, Ja. halt, das war verkehrter Weg. Hehe. Ach so. Hier müssen wir lang. Und hier geht's zum Ausgang, genau. Hier geht's hoch. Der muss noch breiter werden. Das mit dem Schalenstein, das ist ein schöner Kontrast. Oh, alle wach. Ja, der Schalenstein ist ganz cool, weil sonst kannst du mit dem nicht groß was machen. Gar nichts. Also es ist genau wie Hornstein und so. Das ist Genau. zum Füllen oder so. Aber wenigstens der Schalenstein sieht im Vergleich zum Hornstein sieht's noch gut aus. Ja, den brauchst du auch nicht brennen oder sowas. Der bleibt einfach so. Der ist so, wie er ist. Kannst auch Boah, nicht das ist. schisseln, kein gar nichts. Und du hast die Decke schön hoch. Das ist auch schön. Ja, zwangsweise. Ich habe ja hier zwei Blöcke hoch abgetragen. Das ist ebenerdig ist hier. Ach, hier fehlt noch eine Redstone-Tacke. Guck mal an. Hier fehlt eine. Darum fällt das hier nicht. Das müssen wir schnell mal ändern. Ich hoffe, das funktioniert später mal mit der Grubenbahn. Das Ganze ja nicht so teuer. Da könnte man ja sagen, man baut so eine U-Bahn, weißt du? Es gibt ja richtig so einen Train-Mod, ne? Ja, aber das sind die ja nicht so. Kannst du mit dem ICE dann fahren? Auch gut. Hui.
Juhu! Gleich falle ich raus, ne? Da Eier kaufen. Oh, sie ist entgleist. Entgleist? So, ich hab wieder Eier. Sie ist irgendwie entgleist, ja. Sie ist entgleist, weil hier keine Schiene war, darum. Okay. Achso. Ja, Antriebsschiene, da brauchst du ja 6 Goldstück immer für, weißt du? Das ist dann. Was, es geht ins Geld. Willst du mal fahren? Ach ja. Fahr auch gleich mal, ja? Ja, das ist verkehrt Richtung gefahren, warte. Ja, da kann abfahren. Toll, super. So. Reinsetzen und dann einfach nur weh, dass du nach vorne fährst. Hui. Ich komme auch gleich mal. Zack. Ja, hopp. Wunderbar. Schön ist natürlich, dass du echt noch ein paar Schienen hier liegen hast, ne, vom Vormieter. Toll. Ja, die werde ich dann irgendwie einbauen. Mal gucken. Auf jeden Fall muss ich nach Gold suchen, weil sonst wird das nichts was. Und die Vorhalle muss noch schöner werden. Da ist noch eine Menge Arbeit. Hm. Oh ja. Brauche ich hier nochmal ein Portal vielleicht vor, mal gucken, wie ich es hinkriege. Die Händler sind genial hier, weißt du das? Dann bist du wieder auf Shopping-Tour. Shopping King. Mal habe ich die Wände so gemacht, mal wieder anders. So ein bisschen Abwechslung. Und die schönen Glowstone-Lampen, die werde ich glaube ich im Haus auch einbauen. Sind irgendwann nochmal im Nether gehen, ganz viel Glowstone holen. Mhm. Die schönen Schisseln, da kannst du wunderbare Lampen bauen. Ich gehe gleich mal in Dungeon, da kannst du auch Glowstone holen. Ich habe aber auch schon Glowstone-Staub auch schon wieder gekauft. Ja, wir brauchen ganz viel davon. Ja, ich kümmere mich um den Fall. Wesselter Glowstone. Ja, Fackeln rein. So, jetzt muss ich erstmal allerdings dauert das eine Zeit, bis das oben ankommt. Also wenn man die Sachen selber hochtragen würde, würde es schneller gehen. Aber so hast du sie unten losgeworden und kannst eigentlich wieder in die Mine gehen, weißt du? Okay. Das war eigentlich mal eine Schlucht hier, aber Schlucht, die von viel Gestein überdeckt wurde. Aha. Und da oben, wo das Licht brennt, siehst du, da ist der Gang, da wo es nach oben geht. Mhm. Aber du lässt dann die Decke offen dann, ne? Ja, ich lasse hier so weit offen, ja. Blick nach oben, ja, ist eine schöne Schlucht. Ich setze hier ein paar Mauern hin, so ein bisschen, wenn es schöner aussieht, dann denke ich mal, sieht das ganz gut aus. Ja. So, dann können wir wieder gemmen hier nach oben. Sag, überall gibt es hier Gänge. Die breiten Gänge sind alles die Hauptgänge. Der muss ja noch hier überarbeitet werden, hier sieht ja noch gar nichts aus. Hat doch Rohbau, ja. Ja, man kann nicht alles schaffen, ne? Ja. Man hat Zeit. Genau so. So, schnell nach oben wieder. Was haben wir hier noch drin? Haben wir auch noch genug Material für da unten zum Bauen, das ist gut. Ja, das muss ja ein bisschen eingerichtet werden hier. Vielleicht irgendwie so ein langer Tisch. Mal unten mal Tafelt oder sowas. Warte, ich will auch mal Eisenbahn fahren. Komm jetzt wieder nach oben hoch. Ja, ich möchte aber mal fahren. Abholen. Achso, das kennst du hier noch nicht mehr. Komm mal mit. Bin ich gerade abgebogen. Hier ist unsere Essenzbärenschlucht. Bist du denn? Das, ja, ich komme nicht durch die Tür durch. Ah, das ist wieder der Fehler von den Türen. Ja, warte mal. Warte. Mach jetzt mal auf. Jetzt komme ich durch. Okay, gut. Merkwürdig. Also zu, ist gut. Das ist unsere Essenzbären-Farm hier. Weißen. Ich fahr nicht durch die Tür. Ja, dann müssen wir doch die anderen Türen wieder einbauen. Ich werde das nachher ändern, okay? Weil die Türen sehen echt cool aus. Die haben was. Ja, die funktionieren nicht so richtig. Ja, warte, ich werde das mal ändern. Vielleicht das einfach hier mal. Wollt ihr mal meine Büschchen begutachten hier? Haben wir gerade gemacht. So, nehmen wir die Tür hier raus. Hier oben noch eine normale Tür, ne?
Genau, ich baue jetzt nochmal eine andere Tür hier ein. Dafür habe ich doch hier meinen Tooltime-Rucksack, ne? Mehr Power. Kennt er ja, ne? Natürlich. Also wer den nicht kennt. Kennst du Hausmeister Krause? Na klar. Findest du den denn? Fand den immer ganz entspannt, wenn man so samstags irgendwie mal später nach Hause kam, dann lief der morgens so zum Runterkommen, war immer ganz in Ordnung. Ja, aber Hausmeister Krause. deine Gören, die sind doch auch zu frech, ne? Naja, die beiden. Tommy und wie heißt die Tochter? Weiß ich auch nicht. Tommy war der Junge, die Tochter weiß ich nicht mehr. Aber die Familie war wieder Nebensache, ne? Nur dieser blöde Dackel immer bei ihm. Ja, Der hat immer Vorrang bei ihm. immer. Alles für den Dackel. Alles für den Alles Kind. Und für dann den baue ich diese Globus. Tür hier auch Nur wieder den kleinen aus. Hund. Setze überall vernünftig zu. Ja, hier ist unser Halbbären. Montage. Bärenbrank-Dorsch. Genau. Schmeiß hier mal rein, den brauchen wir nicht. Unser Aluminiumbären. Ja, Alu mit, weißt du? Da braucht man kein. Wie heißt das komische Zeug? Manylium, ne? Ja, genau. Weil die Erze sind im Nether eh ziemlich selten. Welche Erze? Adit und Kobalt. Ich habe da noch, wir haben noch Eisenbüsche, Kupferbüsche, aber die wachsen nicht so schnell. Am besten wachsen die Aluminiumbüsche. Ja, ich meine, ach, wow. Schon wieder 38 Bärchen. Ja, die Bären, diese Büsche beißen. Die beißen. Bären. Da können wir bei dir auch anlegen, wenn du möchtest, so schöne Aluminiumbusch. Wo ist denn die Eisenbahn? Ich würde gerne nochmal fahren. Unten im Keller, ganz unten. Oh. Komm, wir ein bisschen Schoki zeigen. Wo bist du denn? Hier in der Halle, wo eine einsame Truhe steht. Okay, dann komm. Komm her, Schmerz, wir gehen nochmal runter. Ja, ich folge. Zu. Ah, ich hab's gerochen. Hey. Kommen Sie mal mit. Ich muss kurz was trinken. Durst macht. Lauf macht durstig. Weil der Schmersch kennt den Weg schon. Typisch Zwerg. Ah, jetzt verließen sie ihn. Wo ist er? Geht da lang. Schoki kennt den Weg auch schon. Ja. Der Mensch ist ein Herdentier, ne? Ah, hier ist sie ja. Ach, das ist ja leicht, ich auch gefunden. Ach, auf einmal. Was soll das? Geh runter! Was ist denn? Riss aus der Bahn gehen, verschwind die Bus! Oh Mann, oh! Na, Schmerzer, wäre bestimmt für dich so eine Chuchu-Bahn unten bei dir, ich glaube oder? ja. Da ist noch die Kurve, Frage, danke für deine Mitarbeit. Aber hierhin muss ich stoppen, jetzt ist die Schiene zu Ende. Ui. Komme ich wieder raus? Aber die Genau. muss noch ein bisschen weiter vielleicht. Ja, die wird doch noch weitergebaut. Jetzt muss ich mal gucken, was der Schmerzke bei sich noch weitergebaut hat. Ich bin neugierig. Also hier muss er aber noch eine Schiene reinmachen. Ja, da brauche ich eine Antriebsschiene. Da brauchen wir so viel Gold zu. Wir haben nicht mehr so viel Gold. Ich kann aber noch ankommen. Was brauchst du? Barren oder Blöcke? Barren. Ich kümmere mich um den Fall. Ah, ich muss noch ein bisschen graben nachher in der Mine. Ja, ich kaufe welche. Ach, dann können wir buddeln. Brauchen wir nicht kaufen. Doch, ein bisschen kaufen wollen wir auch. Ja, bist du ein Kaufrausch oder was? Ja, und in Minecraft kannst du es doch sein. War ich jetzt so schnell? Da kommt der Schmersch.
Ich bin an der einen Ecke hängen geblieben. Da können wir die Bahn nachher noch erweitern. Habe ich hier eigentlich auch die Lichter reingebaut? Ja, hier habe ich sie auch eingebaut. Hier fallen sie noch weniger auf. Schienen, haben wir noch genug Schienen? Ja, aber da wird er noch nicht weitergebaut. Haben wir. Okay, ich kümmere mich um das Goldproblem. Bis dann. Tschüss. Der Choki ist der beste Navigator. Da können wir uns auch mal im Nether treffen, in seiner Nether-Festung. Das passt sich ganz gut dann immer. Ah, ja, genau. So, gehen wir nach oben. Die Lampen sind genial. Ich muss noch mehr davon bauen. In der einen Sache, was ich vorbereite, da habe ich die als Decken- und als Fußbodenlampen genutzt für die nächste Etage. Sieht ja saugeil aus. Ich habe das. Denke mal, in 14 Tagen müsste ich fertig sein. Das heißt, passend, wenn er aus dem Urlaub kommt. Perfekt. So, dann gucke ich mal bei dir jetzt mal nach. Zack. Also kommst du Ende August wieder, ne? Genau, Anfang September. 2 Wochen. Ja, also 12 Tage sind wir dann weg. Am 5. September muss ich, glaube ich, wieder los. So. Ja. Ja, mal. Mal. Buttern. Was hat mit deinen Nachbarn hier gemacht? Hast du sie alle vergrault? Ist ja gar keiner hier. Alle massakriert. Oh, so ein brutaler Kerl. Ja, und in Ordnung, weil sie gibt sich mit solchen Muckels ab. Den ganzen Weg hier schon vereinnahmt für seine Festung. Stimmt, dahinter war ja, ist ja das Feuerchen hier, ne? Genau. Böse Bubenschutz, ne? Ja, wenn die da reinfallen, Ritzel, Bratzel. Ist aber recht feucht in der Lamine, da oben wächst Moos dran. Wo waren das? Das war hier runter. Genau. Hast du genommen? Gneis. Hast du Oliver Gneisen genommen, okay. Du kannst bei dir auch schon diese Glowstone-Lampen reinbauen. Ja, hat was. Gut passen, denke ich auch. Falsche Richtung. Hallo. Falsche Richtung? Ja. Also das wird später, also das hatte ich hier ja schon mal gebaut, hier, diesen Abschnitt. Aha, hier. Okay. Der ist schon ein paar Tage alt. Wieder total geschisselt. Werte Freunde, wir sind gerade beim großen Schüsselmeister. Huch, was ist das und denn hier? Dann, und wenn du jetzt hier lang gehst, diesen Weg hier, dann kommst du bei mir quasi unterm oder mitten im Lagersystem raus. Also da, wo die Hopperducks. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Nicht links und nicht rechts. Und da. Upsala. Ah ja. Ah, hat doch was. Ah. Sieht gut aus. Wo ist er denn? Da ist er. Ja. Und der Typ wollte nie Minecraft spielen. Schaut ihn euch an. Ja. Kommt gar nicht mehr raus. Und im Grunde genommen soll das dann irgendwann jetzt hier. Ja, ich weiß, vielleicht wird es der zweite Haupteingang. Boah, gesehen. Boah, sag mal. Er baut hier. Oh! Okay. Also ich werde wohl auch hier, also den Blick nach oben, der bleibt halt frei. Ja, werde ich auch machen. Schön hoch. Ja. Sieht gut aus. Und nur hier vorne auf der Ecke werde ich das halt ein bisschen anders gestalten, damit es ein bisschen als Abschluss einheitlich aussieht. Aber wir können aber zum Ende hingehen hier. Aber das ist tatsächlich alles noch Rohbau. Was? Mit ordentlich Gesindel hier. Aber noch eine Stufe habe ich nicht gesehen. Genau, hier sind auch noch keine richtigen Treppen verbaut. Ja, warte mal kurz. Hier kommt ja jemand. Mit? Ja. Ich muss ja kurz mal jemand mal des Platzes. Sandstein? Wo bist du denn? Sandstein? Ja, hier ist Sandstein. Auch noch Sand. Oh, ganz gefährlich. Ganz schön brüchig. Wo
Wo bist du denn bei Sandstein? Dass ihr gar nicht in Treibsand landet, ne? Also nebenbei erwähnt, ne? Cool. Ey, das sieht rattenscharf aus. Hier so runter guckst, wenn du das richtig später mal ausgebaut hast. Boah. Da kommen noch schöne Brücken rein und. Jetzt können wir denken, Smaug kommt jetzt da unten aus dem Portal raus oder so. Boah. Smaug. Smaug soll sich hier irgendwo auch rumtreiben, ich weiß aber nicht wo. Okay. Smauke. Sandstein, wo bist du denn bei Sandstein, frage ich mich. Sehen wir mal eine Karte hier? In der Nähe von Sehusa ist das jetzt hier. Nee, noch nicht. Ja, du gehst jetzt zurück Richtung Dungeon auf dem Weg. Du warst in Küstennähe, warst du. Im Osten. Ups. Darum hast du viel Sandstein gehabt. Okay. Jetzt gehst du wieder Richtung Westen. Oh. Hier gebaut. Und im Grunde genommen kommt man dann hier raus. Hier raus? Gott. Schmerz, was baust du hier? Kommst du hier raus? Hä? Wo sind wir denn hier? So, ich hab hinter Sehusa sind wir, hinter Sehusa. Ich habe ordentlich Goldbarren mitgebracht. Das ist doch schön. Hinter Sehusa kommen wir raus. Cool. Nee, gar nicht. Wir sind vor Sehusa, mitten im Wald. Mitten im Wald. Mitten im Wald. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das hier mache mit dem Ausgangs- oder ein Portal, aber naja, ich werde hier irgendwas hinbauen. Schönes. Du machst das schon. Ach, Elefanten hast du auch. Jo. Die kannst du auch als Reittiere nehmen, ne? Kann man das den irgendwie. Er hat auch nur noch 2,5 Lebenspunkte. Kann man den füttern? Ich glaube ja, irgendwie kann man den füttern. Von wo kam er denn? Hä? Hier ist ein Dungeon. Ich habe ihn verkehrt abgebogen, kann das sein? Ja, da war er. Ach, das ist der Dungeon hier. Genau. Der Dungeon. Ja, der Dungeon. Ja, Witzbolde, wo ist denn? Der Dungeon bei Sehusa ist das. Ach, der. Das ist voll leer. Der Redstone-Lampen, das könnte man auch einbauen. Redstone-Lampen. Das wäre doch auch geil. Braucht man eine Redstone-Lampe rein? Könnte man auch machen. Cool. Hat auch was. Das wäre doch auch mal was. Redstone-Lampen. Hier braucht man Redstone-Lampen. Jetzt hat das gepackt hier. Dann brauchen wir mal Redstone-Block dazu. Redstone-Lampe. Gott. Wo ist das Redstone-Lämpchen? Redstone-Lampe, ja doch. Ja, mit dem Schalter kannst du es ein- und ausschalten. Redstone-Lampe. Brauchst einen Glowstone zum Block und 4 Redstone. Dann kann man die als Redstone-Lampe machen. Okay. Auch interessant. Wo ist der Schmersch schon wieder hin? Schmersch? Bin hier. Was bin ich allein? Hier. Rechts, links. Ach, du bist das. Gut, alles klar. Mal kurz ein bisschen Licht machen hier. Hast du wieder den Dungeon angeknuspert hier, ne? Ja, wir müssen, glaube ich, hier wieder hoch, ne? Da hinten hast du ja. Ihr hattet deine Fackeln. Ja. Juhu! War das hier? Hier geht's runter, genau. Da kommen wir auch zurück, aber der eigentliche Weg war hier. Oh, hier sind wir jetzt wieder im Dungeon wieder. Aua! Schöne Sauerei. Hier kommt wer. Darf der das? Da kommt schon wieder so einer.
Oh je, hier kommen. Oh, 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 oh. Wo ging es hier raus? Hier, ja. Hier, wo ich hier. Hier, hier, hier. Ja, gleich. Ich bin hier unten irgendwo. Hier, wo du stehst? Hier, wo ich stehe, hier geht's hoch. Genau, danke. Ja, hier ist noch irgendwie ziemlich viel am Start hier unten. Da müssen wir mal aufräumen irgendwann beim nächsten Stream mal. Ja. Hier was auf, es ist da am Start. Ganz, ganz viele böse Leute. Ganz, die vermehren sich hier gerade. Da ist die Kuppelklasse, ich komm runter. Seht ihr euch nicht? Wir sind doch beim Schmerz. Das ist mein Bogen. Die kommen dann überall raus. Wir müssen. Okay, lass uns mal weitergehen. Lass sie einfach hinter uns herlaufen, notfalls. Komm her. Oder wolltest du kämpfen, Schmersch? Nee. Ich komme, ich komme, ich mach mit. Ich nicht. Nee, ich bin mir zu haarig. Warum? Ich bin doch auch da. Warum kann ich haarig werden? Doch, doch, doch. Ach. Komm her. Das werden ja langsam zu viel hier. Ich weiß ja nicht, welche Etage ihr seid. Oh, haben wir so viel X. Da wisst ihr, wo ihr seid, da würde ich mich mit kümmern. Na komm, gehen wir nach oben, ne? Jetzt ist gerade Pause, ich bin gerade mit sich selber beschäftigt. Ja. Das war der verkehrte Weg, okay. Ich weiß ja gar nicht, wo ihr seid. Ja, wir kommen jetzt wieder hoch. Seid ihr ganz unten gewesen? Nö. Also eigentlich zurück würden wir, man könnte jetzt hier wo in die Richtung, wo ich hingucke. Oder wir könnten den anderen Weg gehen, dann kommen wir etwas dichter. Ja, dann gehen wir hier lang. Ihr seid aber noch im Dungeon, ne? Nee, gerade wieder rausgegangen. Genau, rechts, genau. Rechts die Fackel ist ein guter Weg. Ich muss mal kurz ein bisschen umpacken hier, ich habe hier so viel eingepackt hier.